Willkommen in der Sentinel Bay. Die Evolution Subline von Transformers Legacy kommt so langsam aber sicher an ihr Ende. Die letzte Welle steht in den Startlöchern. Bevor wir uns die aber anschauen, haben wir noch einen Nachzügler aus der Welle davor. Und mit großem Dank an den lieben Klaus schauen wir heute auf den Deluxe Class Beachcomber. Die Box ist die normale Legacy-Box, das heißt, wir haben vorne Artwork vom Alt-Mode, der nicht so aussieht hier, wie er tatsächlich bei der Figur aussieht. Schönes Bild hier vom Beachcomber auf der Seite, das ist okay, auch mit dem kleinen Vogel mit dabei, das ist schon ganz cool. Hier oben ist der Barcode auf der Rückseite, dann entsprechend die Ränder der Figur. Das Evo-Fusion-Gimmick hier an der Stelle ist, dass seine Waffe auch sein Stoßfänger wird. Weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen schräg. Also Hasbro nimmt die eigenen Gimmicks nicht mehr ganz so ernst, aber sei es drum. Und ja, hier dazu die Anleitung, damit gibt es überhaupt keine Probleme. Und damit sind wir schon bei Beachcomber und seinem kleinen Vogelkumpel hier. Vielleicht reden wir erstmal über den, dann haben wir den aus dem Weg. Erstmal von der Bemalung her, wo wir den scharf kriegen, der ist echt klein. Ist echt cool, er ist grün bemalt, hat sogar das Auge ist entsprechend lackiert, das ist toll. Das Ganze ist so ein gummiartiges Plastik, also PVC würde ich sagen. Ich vermute mal, es ist das gleiche PVC, was sie auch für die Reifen genommen haben, denn die sind tatsächlich auch entsprechend weich. Was cool ist und sehr, sehr selten bei einer Deluxe-Class-Figur sowieso, aber generell bei den Hasbro Mainline-Figuren. Dürfen sie aber gern häufiger machen, die Räder sind toll, kommen aber dann im Alt-Mode dazu. Der Vogel, wie gesagt, ist hier so ein bisschen weiches Plastik. Ich finde halt hier die Verbindung zwischen dieser Base und dem Vogel selber, abgesehen davon, dass er hier so einen schwarzen Fleck hat irgendwie. Ich glaube, der ist von der Waffe. Das war irgendwie aneinander festgeklebt, wenn ich das ausgepackt habe, wenn ich das noch richtig erinnere. Diese Basis hier, diese Verbindung, die ist ein bisschen arg dünn. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, weil man kann ihn auf zwei Arten montieren. Ihr habt hier diesen 3mm Port hier für seine Schulter. Das ist, denke ich, die sinnvollste Variante. Ihr könnt ihn aber zum Beispiel auch hier in so einen 5mm Port stecken. Das ist aber ziemlich eng. Und wenn man den dann da rauszieht, hätte ich die Befürchtung, dass man vielleicht irgendwann hier die zwei Teile auseinanderreißt, was sehr, sehr schade ist. Ansonsten, zweites Zubehör ist hier seine Handwaffe komplett schwarz lackiert. Das sieht generell cool aus. Die Packs hat man entsprechend weggelassen, damit man die Farbe dann nicht abrubbelt. Kann man machen. Ich bin der Meinung, ob man jetzt die Farbe hier abrubbelt oder diesen grauen Pack hat, der hier so raussticht, macht am Ende keinen Unterschied. Vielleicht wäre es cooler gewesen, das Ding komplett zu lackieren. Dass dann die Leute, die diesen Seitenport hier nicht benutzen, vielleicht wenigstens eine komplett schwarze Waffe haben. Alles in Kleinigkeiten. Alternativ könnt ihr sie ja auch an den Arm stecken. Das geht. Hält er wunderbar. Das ist alles soweit in Ordnung. Und auch die Form ist eigentlich ganz cool, wenig Hohlräume, wenn dann halt hier auf der Innenseite sind so ein paar Sachen, aber so die schwarze Lackierung ist das alles ziemlich gut überdeckt. Dann haben wir Beachcomber, der ziemlich bildschirmakkurat ist, ziemlich cool, muss ich sagen, gefällt mir in diesem Modus sehr, sehr gut, sind ein paar schöne Farbakzente, vor allem halt hier auf der Brust, eine graue Plastik hier generell, da hier ganz viel mit Silber, Gunmetal, hier unten die unterschiedlichen Farben, der Kopf ist, beim blauen Plastik hatte ich kurz überlegt, ob der lackiert ist, aber es ist nur das Silber, das kommt aber schön durch. Hier oben diese Ecken sind noch entsprechend farblich markiert. Auf den Armen haben wir dann großartig nichts mehr. Die sind aber durch die Reifen, denke ich, ausreichend abwechslungsreich. An den Beinen haben wir dann hier noch einen silbernen Akzent. Die Reifen entsprechend mit hier. Die Lichter sind im gleichen Plastik. Also ich würde den optisch, finde ich den auf jeden Fall spannend. Er ist auch rundherum ziemlich abgeschlossen. Also ultra cleaner Rücken. Die Beine sind nicht hohl. Die Arme sind nicht hohl. Das gefällt mir alles richtig gut. Also der Bot-Modus ist definitiv einer der besten Deluxe-Figuren, die zumindest mal bei Legacy rausgekommen sind, weil er einfach sehr komplett und sehr fertig aussieht. Insgesamt auch einen stabilen Eindruck macht. Von daher, das ist alles cool. Auch die Gelenke, das ist alles gepinnt und so. Sehr, sehr hochwertiges Ding. Und auf dem Niveau sollten meines Erachtens die meisten Deluxe-Class-Figuren sich eigentlich bewegen. Das sollte die Zielmarke sein, dass sie das nicht immer tun, wissen wir. Aber hier so auf die Art und Weise dürfen sie gerne weitermachen. Der Kopf sitzt auf einer Kugel, ein kleines bisschen nach oben, nicht wirklich was nach unten, ein bisschen Neigung links, rechts, das hätte gerne ein bisschen mehr sein dürfen. Ansonsten haben wir noch die Rotation, die ist allerdings ein bisschen hakelig. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob die Kugel unrund ist oder was. Ah ne, hier hinten bleibt er hängen, an dem Teil, guck mal hier. Ja, man kann das drüber drehen, geht dann, aber im ersten Moment bleibst du da hinten ein bisschen hängen. Ist aber nicht schlimm. Gepinntes Gelenk, wie gesagt, für die Schulter. Durch den Reifen kommen wir halt nur bis hier. Ich weiß nicht, der Reifen geht auch nicht aus dem Weg. Und da kriegen wir nicht die 90 Grad hin. Das ist ein bisschen schade, aber ich denke, es ist okay. Rotation rundherum, Oberarmrotation. Das ist hier rund das Teil, da gibt es keine Kanten. Das ist schön. Hier ist dieser Pin hinter für Transformation, das stört aber nicht. Ellenbogen ist zwar nur ein einfaches Gelenk, aber immerhin, naja, minimal mehr als 90 Grad. Und wir haben sogar ein drehbares Handgelenk. Also diese ganzen kleinen diese kleinen Schritte, die ich so gerne sehen würde bei den meisten Figuren, sind hier alle komplett eingebaut. Drehbare Handgelenke bei Deluxe sind nicht unbedingt Standard. Zumal so wie das hier aufgebaut ist mit dem Gehäuse, hätte ich auch wirklich nicht damit gerechnet, dass es dabei ist. Ist umso cooler. Wir haben eine Rotation der Hüfte, keine Beuge oder ähnliches, aber die Rotation ist voll da. Wir haben ein schönes Universalgelenk nach vorne und nach hinten, hier ne, gepinnt. Das Ganze dann, wenn der Arm hier nicht im Weg wäre, würde es auch voll nach außen gehen. Rotation am Oberschenkel, das ist hier so ein Pilzkopfgelenk, sogar doppeltes an der Stelle.
Ne, ist optisch nicht so super schön, aber ich denke, das ist völlig okay. Ne, wir haben sonst keine Hohlräume, von daher kann ich damit wirklich leben. 90 Grad am Knie. Und dann haben wir noch den Fuß, der geht nicht nach oben, nicht nach unten, lässt sich aber maximal hier nach innen ankippen, hat dann hier so eine Lücke. Ja, aber ich sag mal so bis hier oder so ist das nicht weiter dramatisch. Und du kriegst dann halt auch in etwas breitbeinigen Posen schön stabil. Also auch bei der Beweglichkeit nichts, was ich wirklich zu kritisieren hätte. Wie gesagt, am Kopf, ja, so ein bisschen, ist ein bisschen hakelig. Und vor allem halt die Seitwärtsbewegung hätte ich gerne etwas mehr gehabt. Das mit der Schulter ist nicht über die Maßen dramatisch. Von daher denke ich, kann man auch das definitiv mit Pluspunkten abhaken. Gemessen und gewogen kommt Beachcomber auf 74 Gramm und ziemlich genau 11,5 Zentimeter. Zum Vergleich haben wir hier einmal den Legacy Evolution Deluxe Class Detritus, heißt er, glaube ich, ne? Detritus, genau. Detritus, whatever. Das ist das Pre-Tool für den Studio Series Hound. Also er ist eine kleinere Deluxe Class Figur, gar keine Frage. Denke ich, geht aber dafür qualitativ absolut in Ordnung. Und was ich auch nochmal zeigen wollte, das ist der Power of the Primes, war's, Legends Class Beachcomber. Den habe ich hier tatsächlich mal reviewed in grauer Vorzeit. Ich mag den sehr, sehr gerne und ich finde auch, dass das bis heute ein unglaublich guter Beachcomber ist, auch von der Größe her, wenn man etwas kleineren will, eine super Alternative, aber er ist schon definitiv besser. Die Qualität der Gelenke, ne, hier sind fast überall Kugeln, hier ist alles gepinnt, das ist besser. Er macht so ein paar Kleinigkeiten, ne, wie hinten haben wir die Beine hohl, hier ist das Ganze mit Klappen abgedeckt, ne. Der Rücken ist nochmal ein bisschen cleaner. Dabei sind die vom Engineering gar nicht so unähnlich. Er hier macht aber doch eine ganze Ecke besser. Also wer nochmal ein Update wollte für das Teil oder wem der hier immer zu klein war, der kann hier definitiv bedenkenlos zuschlagen. Sehr, sehr guter Bot. Wer von der Größe her das hier mag und so, ne, und generell mit dem einverstanden war, muss hier, glaube ich, nicht zwingend updaten, weil ich finde, das ist definitiv einer der besseren Legends-Class-Figuren. Habt ihr damals sehr, sehr gern gehabt. Für die Verwandlung klappt es zunächst die Ferse nach unten. Die ist übrigens beweglich, hätte ich eben bei der Artikulation durchaus erwähnen können. Wir öffnen dann hier an der Stelle die Klappen und bringen die Füße oder die Beine vielmehr hier in der Mitte zusammen. Wir haben einmal hier oben die beiden Pins und wir haben hier den am Überrollbügel. Den sollte man auch schon mal zusammenbringen, dass das hinterher nicht verrutscht. Dann klappen wir diesen Teil des Bügels einmal leicht nach hinten, ziehen den Torso hoch. Dann können wir das Ding hier einmal komplett aufklappen. Und dann bringen wir die Beine einmal hier rum. Wir haben jetzt hier in der Ferse, das sind hier so kleine Pins, ne, die müssen hier entsprechend in die blaue, in dieses blaue Teil sich reinlegen. Das sind die Sitze sozusagen für den Buggy. Ne. Das Ding können wir schon mal richtig anlegen. Die so einfach zu treffen, weil es auch nicht zu 100% sitzt, aber so grob ungefähr da sollte es hin. Und beim Schließen der Klappen, seht ihr, die haben hier entsprechend Gegenstücke in den Beinen, Pinport, könnt ihr das einmal hier zusammenziehen. Und dann nehmen wir den Überrollbügel, drücken das Ganze hier in der Mitte zusammen und nehmen dann noch unsere Arme, die haben hier einen Pin und dort ist das entsprechende Gegenstück. Das heißt, wir bringen das jetzt hier einmal rein. Und haben jetzt hier, seht ihr hier diesen kleinen Pin, ne? Der muss auch noch entsprechend hier in den Torso, wobei der nicht super tief reingeht. Das ist nur so eine Orientierung, dass man so grob weiß, wo es hin soll. Und hier muss man es ein bisschen reindrücken, das ist nicht so schön, aber das geht am Ende. Und dann nehmen wir noch unsere Waffe, stecken die wie so ein Kühlergrill einmal hier vorne dran. Das ist einmal der Port hier, dieser 5mm Pin. Und dann hier sind hier nochmal diese beiden Stifte, die müssen da links und rechts daneben. Das heißt, ein bisschen das Ganze hier zusammendrücken. Das muss ziemlich kräftig da dran, weil die Waffe lackiert ist. War scheinbar nicht mit einkalkuliert. Und dann seid ihr mit Beachcomber in seinem Fahrzeugmodus fertig. Und wo ich den Board noch ziemlich geil fand, bin ich von dem Fahrzeugmodus ein bisschen enttäuscht. Grundsätzlich erstmal, er rollt ganz gut und es liegt hier nicht ganz plan auf, weil das hier alles ein bisschen in sich verzogen ist. Also ganz hundertprozentig passt es nicht, aber auf die Gummireifen rollt er natürlich dann sehr, sehr schön. Ich finde mehrere Sachen, die mich stören. Ich finde die Proportionen erstmal komisch. Ich finde ihn irgendwie, das sehr weit nach vorne, dann aber sehr breit irgendwie. Also das passt für mich irgendwie nicht. Der Vogel kann übrigens hier hinten in den Port, ne, wenn ihr das wollt. Dann machen wir ihn mal ab. Ich finde, das Heck sieht irgendwie unfertig aus. Ich meine, klar, du kannst hier in den Kopf reingucken, das ist schon nicht so schön. Ne? Aber hier ist das ein Motorblock, aber es ist keine Farbakzente drauf. Das macht es auch so ein bisschen leer irgendwie. Vor allem ist, glaube ich, diese breite Motorhaube, die mich so ein bisschen rauszieht. Und was ich wirklich nicht schön finde und auch dusselig, ist das hier. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Windschutz oder Scheibe simulieren soll. Das sind halt die Füße, ne? Die halt einfach direkt vor dem potenziellen Fahrer sind. Finde ich total doof. Was cool ist, sind die bemalten Sitze drin. Das ist sicherlich stark. Und auch wenn man jetzt hier so reinguckt, kann man gar nicht so richtig erkennen, ne? Glaube ich, auf Kamera kriege ich das gar nicht so richtig gebannt. Ihr habt hier so richtig doch, da kann man es sehen. So richtig einmodellierten Lenkrad und ein Armaturenbrett und so. Das ist stark. Das ist toll. Ne, hier die Riffelbleche. Sieht gut aus, die hätte man vielleicht sogar silber lackieren können, hätte optisch vielleicht ganz, ganz spannend ausgesehen. Aber ansonsten, weiß nicht, holt er mich nicht so 100% ab. Auch hier mal zum Vergleich den Power of the Primes. Und ich muss sagen, den finde ich cooler, weil der sieht mehr wie so ein Buggy aus. Der ist so ein bisschen,
ein bisschen hier diese Rohre, die alles ein bisschen freier, so ein bisschen skelettartiger irgendwie. Ich finde, das ist auch von den Proportionen her, finde ich das überzeugender. Ne? Der hat den bemalten Motorblock hinten. Auch hier kannst du auf den Kopf gucken, also da sind sie nicht, ist er nicht besser oder schlechter. Aber insgesamt das Format Länge zu Breite, finde ich, passt mir bei dem hier besser als bei ihm. Ist jetzt kein totales Drama, hält auch vernünftig zusammen. Das ist schön. Transformationen sind die zwei fast identisch. Geht relativ einfach von der Hand. Wie gesagt, das hält noch so ein bisschen... Unruhig ist, nervt. Also das Fahrzeug ist definitiv nicht so gut wie der Bot-Modus, ist aber auch keine Katastrophe. Fazit, der Schwachpunkt ist eigentlich nur der Alt-Mode. Der gefällt mir einfach in Summe nicht so gut. Das mag subjektiv sein. Ich finde aber, dass die Proportionen irgendwie daneben sind. Im hinteren Bereich wirkt er nicht ganz fertig. Er sitzt nicht plan auf. Das kann auch mein Transformationsfehler sein, schließe ich nicht aus. Aber so insgesamt muss ich sagen, holt der mich nicht zu 100% ab. Alles andere ist aber relativ nah an der Perfektion gemessen an dem Maßstab Deluxe Class von Hasbro, denn der Bot ist rundherum abgeschlossen, ist super clean, hat tolle Gelenke, also schön verarbeitete Gelenke in guter Qualität, die Bemalung, die drauf ist, ist gut gemacht, die Proportionen stimmen soweit, das Ding sieht 1:1 aus wie Beachcomber aus dem Cartoon, alles ist stabil, Beweglichkeit ist bis auf so kleinere Ausnahmen wie der Kopf und auch am Fuß hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gehabt, ist soweit alles in Ordnung, die Transformation ist gut. Der Vogel, der dabei ist, ist ein nettes kleines Gimmick, da finde ich halt das Material nicht ganz so glücklich, weil ich einfach Schiss habe, dass der auf Dauer kaputt geht. Bisher ist aber nichts passiert, von daher ist das, denke ich, in Ordnung. Also ist definitiv eine ganz starke Deluxe-Class-Figur, sehr, sehr gut geworden und das ist das Niveau, auf dem Hasbro meines Erachtens versuchen sollte zu operieren. Sicherlich bietet sich nicht jede Figur vom Engineering dafür an, aber so Sachen wie ne, einheitlich bemalte Felgen und einheitlich gepinnte Felgen, dann auch auf den Gummireifen, auch das ist sicherlich etwas, was man sehr, sehr selten sieht. Ja, das sind so Kleinigkeiten, das Verschließen aller Hohlräume, das sind genau die Dinge, die ich gerne sehe und dafür kriegt der Beachcomber von mir eine ganz klare Empfehlung. Soweit mein Video zum Legacy Evolution Beachcomber. Danke nochmal an Klaus fürs Ausleihen. Wenn es euch geholfen hat, unterstützt mich gern wie Klaus auf Patreon und checkt meine anderen Videos rund um die Legacy Evolution Reihe hier oben in der entsprechenden Playlist. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.